So, wir starten auf Veteran mit Shadows of Rose. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der halbnackten Rose. Zumindest mal vermeintlich. Da Bescheid. Hey Kay, sorry, bin spät dran. Kein Ding, ich hab eh nichts vor. Du wolltest mir was Wichtiges sagen? Doch nicht, dass Chris mich bei seiner Mission dabei haben will, oder? Ich hab ihm schon gesagt, dass ich da keinen Bock drauf hab. Ehrlich, was ihr von seiner Houndwolf-Squad für ihn durchmacht. Nein, danke. Darum geht's nicht. Es geht um dich. Mich? Ich mach mir Sorgen. Wie läuft's in der Schule? Ernsthaft? Dafür hast du mich herzitiert? Machen diese Mädchen es dir immer noch schwer? Du meinst, ob sie mich noch wie ein Freak behandeln? Hey! Sieh mich an. Du bist kein Freak. Doch. Und das weißt du. Darum halte ich mich von den anderen Schülern fern. Wenn sie wüssten, was ich bin. Also, hast du keine Freunde zum Reden? Reden? Worüber? Dass ich kaum ein Mensch bin? Dass ich ein abstoßendes Monster bin? Oh ja. Aber hey, ist okay. Freunde bringe ich selten um. Was, wenn du deine Kräfte loswerden könntest? Ich würde keine Sekunde zögern. Okay, dann lass mich dir was zeigen. Lass mal Hose auf. Lass mich dir was zeigen, das hilft. Du weißt bereits von Miranda und dem Mutter Myzeten, wie sie ihn wie besessen untersuchte und ihren Experimenten an Menschen. Wie mir. Genau. Was du nicht weißt, ist, dass wir jetzt Teile ihrer Unterlagen gefunden haben. Offenbar entdeckte sie einen reinigenden Kristall, der den Mutter Myzeten entfernen kann. Reinigenden Kristall? Wenn wir so einen hätten, könnten wir deine Kräfte vielleicht abschwächen. Womöglich sogar ganz entfernen. Du verarschst mich. Nein, aber die Notizen sind unvollständig. Allerdings habe ich da so eine Ahnung, wo der Rest ihrer Forschung sein könnte. Na dann los, finden wir sie. Wo ist sie? Da drin. Was? Das ist ein Fragment des Megamyzeten. Es absorbiert und speichert die Erinnerung derer, die in unmittelbarer Nähe sterben, auch Mirandas, und damit all ihr Wissen. Wenn du in sein Bewusstsein eindringst, findest du vielleicht etwas über diesen Kristall heraus. Was soll das heißen, in sein Bewusstsein? Okay, also, du, dank deiner Verbindung, kannst du die Informationen im Innern erkunden. Das klingt verrückt. Du klingst verrückt. Ja, Rose, aber nicht gefährlich. Okay, es ist quasi wie ein Spaziergang durch jemandes Erinnerung. Und du denkst, das funktioniert? Ein Versuch ist's wert. Was hast du zu verlieren? Wie soll das überhaupt gehen? Du, Scheiße, keine Ahnung. Versuch's zu kontaktieren, dann sehen wir's. Okay. E.T. nach Hause telefonieren. Na gut. Was soll's? Oh, es leuchtet schön. Oh mein Gott, Rose ist so komisch. Ja. Als ob sie Sachen sieht, die gar nicht da sind. Creepy. Verzieh dich gefälligst, du Freak. Wer will schon mit der befreundet der sein? Ist sowas von nicht normal. Ihre Hand hat sich was bewegt. Was ist los mit der? Hört auf! Verzieh dich gefälligst, du Freak. Creepy. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Ihre Hand hat sich was bewegt. Weg. Nicht Abstoß. Bitte, hört auf! Hört auf! Theatralisch.
Aber ich hatte zumindest ein bisschen Farbe bekommen, oder? Kommt mir so vor. Kay! Kay! Wo bist du? Kay! Hier stimmt was nicht. Und ja, das DLC wird durchgespielt und wenn wir 50.000 Likes erreichen bis zum Ende des Spiels, dann werden wir zumindest auch schon mal anfangen mit Resident Evil 7. Ja, das DLC wird ungefähr, keine Ahnung, 2 bis 3 Stunden gehen. Dementsprechend haben wir da ein bisschen Luft. So, Miranda unterstellt im Rahmen ihrer Forschung, dass der Megamyzet die Erinnerung der Menschen, die in seinem Einflussbereich sterben, konserviert. Die in sein eigenes gewaltiges Bewusstsein aufnimmt. Basierend auf unseren früheren Begegnungen mit dem Pilz wissen wir auch, dass Menschen, die mit dem Mutamyzeten kontaminiert sind, in einer Art Pilznetzwerk miteinander verbunden sind. Daraus ergibt sich für uns die Annahme, dass Subjekte mit einer starken Mutamyzet-Affinität in der Lage sein sollten, das Netzwerk zu nutzen, um mit den Erinnerungen der Toten im Inneren des Megamyzeten in Verbindung zu treten. Diese Theorie sollte mit Hilfe der Megamyzet-Probe aus dem Labor überprüfbar sein, die wir vor 16 Jahren fanden. Wir benötigen lediglich ein geeignetes Subjekt, das nachgewiesenermaßen in Verbindung mit dem Pilz steht. Bedauerlicherweise stoßen wir genau hier auf unser eigentliches Problem. Unsere Unternehmensgrundsätze untersagen es uns, Mutamyzet-infizierte Zivilisten direkt zu kontaktieren. Aus ethischer Sicht ist dies sicherlich begründet, doch die Überprüfung der Theorie bleibt uns somit verwehrt. Es schmerzt mich, daran zu denken, wie viel die Menschheit von einer Konservierung und Katalogisierung des menschlichen Bewusstseins profitieren könnte. Das Wissen von Geistesgrößen könnte konserviert, ja vielleicht sogar wiedererlangt werden. Vielleicht gibt es eine unbürokratische Lösung. Yeah, maybe. Maybe. Und Christian, auch dir einen wunderschönen guten Tag. Und natürlich an alle, die auch noch neu dazugekommen sind. Ja, da sind wir auch schon wieder hier. Ja, Kay ist nicht mehr da, aber die Umgebung ist zumindest nochmal dieselbe, die wir schon kennen. Oder ist sie dieselbe? I guess we're about to find out. Gehen wir mal raus und schauen mal. Warte, was? Wohl eher, warte, wie? Nein, war natürlich ein Spaß, was ist richtig? Denn hier sieht man schon, da kann irgendwas nicht stimmen. Ja, ein hochmodernes Labor und jetzt hier so ein bisschen ein altes Gemäuer. Ah, vor allem auch so halb am Zerfallen. Das kann nicht richtig sein, oder? Das kann nicht richtig sein. So, wir gucken mal weiter. Hier haben wir schon überall Schnodder. Kann ich eigentlich... Ich kann nicht mal schneller machen, Freunde. Ja, Spaziergangtempo ist gerade das höchste der Gefühle. Wobei kann ich jetzt... Hier gab es irgendwas drin, vielleicht so, maybe. Ja, kleines Plumpsklo. Wenn man jetzt nochmal muss, dann sollte man jetzt gehen. Muss mich beeilen, sonst bin ich die Nächste. Muss an diesen Kristall kommen. Okay. Weißt du Bescheid? Weißt du einfach Bescheid? Naja, Schuhe gibt es hier auch wie Sand am Meer. Gab es da, glaube ich, auch bei dem Hauptspiel irgendwie wie Sand am Meer. Ja, wenn irgendwelche Leute natürlich abhanden kommen, braucht natürlich keiner mehr die Schuhe. Logischerweise. Was ist das für Schnodder? Oh Gott. Das finde ich jetzt ein bisschen ekelhaft, wenn so ein Plumpsklo einfach mal umfällt. Am besten, wenn es noch randvoll ist. Ja, guck mal, hier haben wir noch schon einen Schuh. Steht noch nicht mal eine Schuhgröße dabei. Naja, lass mal liegen. Ist eh voller Blut. I don't want that. Ich bin echt gespannt, wie gut wir durchkommen, ne? Ich bin echt... Voll eklig. Yeah, that is it. Ja, einmal im Monat und so, weißt du Bescheid. Oder lieber auch nicht. Vielleicht weißt du auch nicht Bescheid. Knock, knock, who's there? Boah, hä? Wie hat sich gerade die Tür bewegt? Siehst du das? Als ob die gerade die Tür aus den Angeln heben möchte? Ja, ist okay. Lass dich raus. Klang eh wie ein Mädel, oder? Ist da jemand? Nein. Gefährlich. Ach Quatsch. Gefährlich? Wieso?
Warte, ich sehe, ob ich einen Schlüssel finde. Den Zellenschlüssel finden. Na dann. Aber das Schöne ist ja, die schreiben nicht suchen. Ja, weil suchen könnte durchaus beinhalten, dass man da quasi Misserfolg hat. Aber bei finden, dann gehen die davon aus, okay, das wird man schon schaffen. Ja, you can do it, if you really, really want. Mal spritzen. Ich kann halt gerade nicht ranzoomen, das ist ein bisschen doof. Und, was ich auch, das finde ich auch tatsächlich ein bisschen doof, aber ich glaube, das geht tatsächlich nicht wirklich anders zu bewerkstelligen. Zumindest mal auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Dass man hier nur ausschließlich in Third Person das absolvieren kann. Na, guck mal, ganz viele schöne Rahmen. Alle verdicken, Freunde, alle verdicken. Gross. Okay. Da kennt jemand unseren Namen. Da steht mein Name. Ach. Ja, oder, ja, hear me out, vielleicht ist auch einfach nur die Blume gemeint. Maybe. Und Tanja auch, die einen wunderschönen guten Tag. So, ja, das war jetzt mega wichtig, den Haken zum Stillstand zu bringen. Der hat aber auch gequietscht wie sonst was. Das irritiert, Freunde, oder? Fällt ihr nicht? Bisschen zumindest. Einfach dem Hasenkadaver beigeben, um ein Kunstwerk daraus zu machen. Verwesungsprozess, kein Problem. PS, wenn man ihnen etwas Schminke auflegt, sehen sie lebendiger aus. Okay. Also ein Hase mit Schminke? Ist das so eine Alice im Wunderland-Sache? Gibt's dann auch den verrückten Hutmacher? Maybe. Or maybe not. Na, noch mehr Schnodder. Vor allem, wir könnten das jetzt von hier aus greifen, ja? Wir könnten das easy peasy, könnten meine Schlüssel von hier aus greifen. Ja, ein bisschen nach vorne gelehnt und dann hat man's. Wobei, noch nicht mal nach vorne gelehnt. Einfach Hand ausstrecken. Ja, Arm ausstrecken, greifen, nehmen, weg. Ja, und was macht sie? Ja, hat übelst weiße Schuhe und übelst weiße Hose an und denkt sich so... Ah ja, hier ist so übelstes Schnodder und ja, da muss ich erstmal rein. Glaube ich, oder? Macht die das? Doch, macht die. Ja, macht die. Make-up hilft immer? Ja. Okay. Two. Das ist das DLC von Resident Evil 8. Das ist Shadows of Rose. Was ist das für ein Zeug? Also ich wäre jetzt ein bisschen angepisst, wenn meine Schuhe jetzt so dreckig wären, oder? Weil die sahen noch recht sauber aus. Vielleicht sogar neu, I don't know. Wobei, na doch, sind noch dreckig, guck mal. Das ist schön, mal gucken, wann die sauber werden. Wobei, die werden glaube ich gerade sauber, ne? Holy shit, was sind das? Seht ihr das? Oh Gott. Ich achte auf meine Schuhe, während vor mir irgendwas runtertröpfelt. Boah, ich glaube, die sind ein bisschen sauberer sind die schon geworden, oder? Ja, wobei, so sauber wie die andere Schuhe sind sie noch nicht. Ist er noch nicht, der andere Schuh, der eine, weißt du Bescheid. Und das weiße Kaninchen von Matrix meinst du? Ja, das bestimmt auch. Kann bestimmt auch einen hübschen Kussmund aufmalen. Karte aufrufen. Ja gut, das brauchen wir per se nicht. Ich weiß, wo es lang geht, Freunde. I know the way. Ja, ihr geht. Hör ich auch nicht zum ersten Mal. Aber Augen zu und durch. Augen zu und durch. Das. Man merkt schon, sie weiß halt absolut gar nichts. Aber wir eigentlich auch nicht. Nee, vom Hutmacher? So genau kenne ich jetzt tatsächlich die Story von Alice im Wunderland doch nicht. So, machen wir mal auf hier. So, Zellenschlüssel. Ein alter Schlüssel wurde wohl schon oft benutzt. Shame, bitte beruhigen Sie sich. Weil jetzt haben wir es aufgemacht. In der Theorie müsste ja jetzt die Person, die erfahren hat, ist, auch das aufmachen können. Und wenn die jetzt so total verzweifelt ist, von wegen, hey Mensch, ich will hier raus, dann würde ich doch jetzt rein theoretisch dann auch aufmachen. Aha. Okay. Also wie das vonstatten geht, das weiß glaube ich auch keiner. Aber wir sehen ein Bild. Mit mehreren, ich glaube, weiblichen Personen. Könnte man zumindest meinen, wegen dem Kleidchen. Ah ja.
Das ist eine Malerei. Oh, Schuhe sauber. Schuhe sauber. Jetzt können sie wieder dreckig werden. Seht ihr? Ja, ja, ja. Ist okay. Ist okay. Lotus-Effekt nennt sich sowas. Hilfe! Ja, jetzt ist sie eine richtige Frau. Zumindest mal anhand der Farbe ihrer weißen Hose. Du siehst aus wie... Ich bin Rose. Was ist hier los? Müssen weiter. Ziemlich wortkarg. Aber so mag ich sie. Zu gefährlich hier. Wobei, modetechnisch weiß ich nicht. Ist so ein bisschen altbacken, was jetzt die andere Rose da trägt, oder? Modetechnisch vielleicht jetzt nicht mehr ganz so up-to-date. Warte! Wait for me, please. Por favor. Na gut. Aha. Die geht auch echt davon aus, von wegen, dass ich ihr folge, ne? Ja, mach mal. Mach mal. Ist kein Thema. Aha. Mhm. Schwächling. Schwächling, sag ich euch. Vor allem, wer hebt den bitte schon so? Die muss sich nicht wundern, wenn die es im Rücken hat. Dann braucht ihr gar nicht sagen, ja, ich hab's im Rücken, weil meine Brüste einfach zu groß sind. Nein, das ist einfach, weil du dein Leben lang falsch gehoben hast. Ja, heb mal aus den Beinen. Na, natürlich ist beides natürlich eine Begründung. Also, sofern, das stimmt. Wisst ihr Bescheid. Ich sag euch, wie ihr euch richtig bücken, wie ihr richtig heben müsst, so. Wisst ihr einfach mal Bescheid. So, warte mal, ich muss kurz... Oh, warte mal. Achso, okay, mit C. Beziehungsweise, ich brauche nicht mal C drücken. Alles cool. Aber ich war zu langsam. Aus Gründen. I was too damn slow. So, nun? Aha. Hier auch wieder. Unzählige Kerzen. Na, hast du Angst? Are you afraid? Ach, du Scheiße. Ist das jetzt wie Treibsand? Je mehr man sich bewegt, desto schneller versinkt man, weil die irgendwie nicht weiter reingeht. Genau. Denn du hast ein bisschen Angst, wa? Die, wie ich aussehen. Die ist ganz wild, weißt Freunde. Weißt du, was hier die vor sich geht? Die ist richtig wild. Yes, das ist Shadows of Rose. Guck mal, wie wild die ist, ne? Ah, die zeigt schon Zähnchen. Rar. Rar. Warte mal, wo ist jetzt... Achso, hier. Hi. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Den Hebel für den Schalter finden. Wahrscheinlich für den hier. Das Tor öffnen. Der Hebel fehlt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Rose Mädels Kopien, I don't know, so ein bisschen dümmlich sind. Ja, so für mich so, ach ja, hier fehlt ein Hebel, aber ich gehe einfach trotzdem mal zu dem Eisentor und klopfe einfach gegen. Vielleicht geht's ja so auf. Ja, vielleicht ist dauerhaftes Klopfen, ja, schädigt die Integrität des Metalls, ja, und dann zerbröselt das. Maybe that, or else. Or else. Okay, wir gehen mal auf die Suche. Und Michael! Der neue, stolze Besitzer eines dualen Airfryers. Aber es sah auch echt geil aus. War's damit? By the way, vielen Dank für dein Resub im 29. Monat. Noch dir einen wunderschönen guten Tag. Ist das so gut, der Teil? Weil ich hab mir tatsächlich einfach nur einen großen Airfryer geholt. Ich glaube, mit 7 Litern ist das fast das Vermögen. Und ich packe da einfach alles rein. Da brauche ich keine verschiedenen Kammern. Okay. Kann er sonst noch was Geiles? Kann der Kinder erziehen und so weiter? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist von der Marke Ninja, ne? Die diesen TikTok-Trend haben, wo man irgendwie so eine Packung Dosen Pfirsiche irgendwie zu Eis machen kann. Ich glaube, es wird die neue Trendsache. Eis zur gleichen Zeit fertig? Ja gut, es ist ja zur gleichen Zeit auch fertig, wenn Eis in einen Behälter frupst. Ja. So habe ich es zumindest gemacht und hat auch bisher ganz gut funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, wie viel deiner gekostet hat. Ja. Und wie viel der effektiv reinpasst.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich ein bisschen Geld gespart habe. Könnte ich mir vorstellen. Muss schnell diesen Hebel finden. Gehe tiefer rein. Yeah, that's what she said. What? But it was a he said in this case, I guess. Okay, wir haben noch ganz, ganz viel Schnodder. Ganz, ganz viel Schnodder, Freunde. Kann ich jetzt eigentlich... Ah, ich muss sogar hier lang. Never mind. Alles cool. Das muss doch total verstörend sein, oder? Stell dir mal vor, ihr seid jetzt irgendwo unterwegs, an einem Ort, den ihr nicht kennt, und ihr seht euch selbst und später nochmal ein paar Leichen von euch selbst. Das, also, ich weiß nicht, das muss schon irgendwie so ein bisschen... So viele Leichen. Vor allem so viele Rose-Leichen. Sag so, wie es ist. Ist total verstörend. Absolut, würde ich euch sagen. Das ist doof. War wegen Prime Day runtergesetzt. 9,5 Liter sind das. Also für beide Kammern, oder süßer? Aber du weißt schon, beim Prime Day kann es durchaus möglich sein, dass die Sachen gar nicht runtergesetzt sind, sondern einfach nur, dass sie einen größeren Preis dahin schreiben und sagen, hey Mensch, wir streichen den mal durch und sagen den Ursprungspreis. Ist das Angebot. I don't know. Zumindest mal gefühlt. Zumindest mal gefühlt. Oh Gott. Geh mir doch weg. Oh, stell dir mal vor, das wäre eine ansteckende Krankheit. Da kommt mir so nah. Oh Gott. Ganz normales Wochenende oder Festivalende? Maybe. Maybe. Okay. Ja, hier mein Hebel. Schalterhebel. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Riegel, okay. Erstmal schöne Abkürzung. Muss auch mal sein. Mal konnte ich... Nee, hier kann ich nirgendwo hin. Muss hier lang. Es nützt nichts. Wobei, hier kann ich definitiv nicht lang. Oh, wer schreit denn da? Ja. Da geht das Saugen mal andersrum. Oder so ähnlich. Ja, das sind Hollywood-Stars ungeschminkt. By the way. Nein! Als ob ihr es zum ersten Mal mitbekommt. Wobei, kann das tatsächlich möglich sein. Never mind. So, jetzt müssen wir aber zügig machen, Freunde. Warte mal, stopp, 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 da. Jetzt können wir auch einen Ticken schneller machen. Das ist so leichtes Joggen. Das ist so ein bisschen so, ich möchte kein schnelles Joggen machen, sondern eher so leichtes Joggen, weil ich möchte jetzt den Puls nicht so hoch treiben. Ja, so schnell läuft die gerade. Ein bisschen. Ja, und Koja auch, die haben wunderschön. Guten, guten Tag. So, erstmal betätigen und ziehen. Heftiger Widerstand. So, jetzt müssen wir ein bisschen tänzeln. Das geht wahrscheinlich nicht schnell. Okay, hi. Bitte beruhigen Sie sich. Need somebody. Help. Oh, ja, supi. Ja, mega. Könnt ihr jetzt mal das Teil aufgehen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Tschüss. Scheiße. Ja. Möglich. Anteilig. Ansonsten hauptsächlich nur. Was? Sackgasse? Oh, shit. Das sind deine Fans. Apropos. Nein! Bleib weg! Was? Okay, es geht weiter, Freunde. Wir laufen. Vor allem die Viecher können halt scheinbar überall rauskommen, ne? Einfach weg. Einfach weg. Geh lang. Ah, danke schön. Ich finde ja die Stimmgeräusche schon so ein bisschen angsteinflößend, oder? Können wir mal weggehen hier? Belästigung! Oder so ähnlich. Ja, wobei, trifft's eigentlich recht gut. Trifft's eigentlich recht gut. Jetzt ein bisschen kriechen. Erstmal ein bisschen kriechen, Freunde.
So, nu? Das sieht doch schon wesentlich wohnlicher aus hier. Ich glaube, ihr wisst, wo wir sind. Vor allem unsere Hose, unsere Schuhe, alles wieder clean. Alles okay? Was bist du? Kein Feind. Okay. Was waren das für Dinger? Was ist hier los? Verschwinde, sofort. Wie? Was ist das hier? Wo bin ich? Geh, solange du kannst. Nicht bevor ich das losgeworden bin. Meine Hände? Es gibt hier einen Kristall, der den Pilz entfernt. Ich muss ihn finden. Du bist nur auch Cremes, ich bitte dich. Ohne den gehe ich nirgendwo hin. Zu gefährlich. Wer bist du? Mein Schutzengel? Wenn du willst. Hast du einen Namen? Du bist ein Engel, also... Gabriel? Michael? Michael. Michael. Okay. Michael. Und jetzt? Gefährlich hier. Geh weiter. Move, move. Move right out of my life. Move it out of my life. Okay, ja, wir sind im Schloss Dimitrescu unterwegs. Im DLC Shadows of Rose von Resident Evil 8. Vollkommen richtig. So. Haben wir hier noch schönes stehen. Ich fühle mich zutiefst geehrt, dass ihr mich mit einer solch wichtigen Aufgabe betraut. Ich kann vermelden, dass die flüssige Leere, die ihr mir habt zukommen lassen, einige prächtige Eigenschaften aufweist. Am nützlichsten hat sie sich bisher meinen Hunden bei der Jagd erwiesen, wo sie ihnen zur Verfolgung unserer Beute behilflich ist. Sie wirkt außerdem Wunder in der Verlangsamung und der Gefangennahme der Häschen. Einige waren gar dumm genug, in die Flüssigkeit zu treten und völlig von ihr verschlungen zu werden. Dies in meinen Händen bin ich sicher, dass ich eure Erwartungen erfüllen und die Ergebnisse erzielen kann, die ihr euch so erhofft. Okay, also wir wissen schon mal, wir dürfen da schon mal nicht reintapsen, ansonsten ist es doof. Okay, gibt's hier hinten noch was Schönes? Außer ein paar Verzierungen, Ornamente und Bildchen. Nein. Okay. Oder hier vielleicht noch? Nö, auch nicht. Dann gehen wir weiter. Okay. Wobei, es wird ja eh automatisch gespeichert, ne? Aber ich speichere trotzdem nochmal irgendwie drüber so. Da, perfekt. Das passt. Das passt, Freunde. Erste Hilfe-Arznei. Nur um nochmal sicher zu gehen. Sie tun mir so leid. Wow. Ja, davon können Sie sich jetzt aber auch nichts kaufen. Just saying. Mir juckt die Nase. Da ist aber jemand lustig drauf. Aha. So höre ich mich auch immer an, wenn ich mir am Schniepi rumspiele. Manchmal. No! Und wieder eins geschnappt. Ein lebhaftes Ding bist du. Wärst du doch mit dieser Energie weggelaufen? Das hätte die Jagd deutlich unterhaltsamer gemacht. Lass mich los! Mir scheint, diesem Häschen fehlt es etwas an der nötigen Standhaftigkeit. So stelle ich mir tatsächlich immer so Sugar Daddies vor. Ganz bisschen. Ein Jammer.
Mit ein bisschen mehr Biss wirst du sicher entkommen. Und der Kristall gehörte jetzt dir. Der Kristall? Wen haben wir da? Niemanden. Oh, oh, oh. Tschüss. Ein neues Häschen, das verfolgt werden möchte. Wie schnell wird es diesmal wohl sein? Findet sie! Bringt sie mir! Okay, dann bin ich dann mal weg. Oh, okay. Yo! Oh, ich laufe gerade falsch. Oh Gott! No! Das war absolut fail irgendwie. Aber okay, hat noch geklappt. Ich habe verdammt wenig Schaden gemacht dafür, dass ich auf Veteran spielen, ja? Tschüssikowski! Bin immer raus. Bye bye. Okay. Shit! Was jetzt? Ja. Tauchen ist ja nicht. In Gefahr. Rauchst. Waffe. Oh, Captain Obvious. Pistole. Echt jetzt? Woher denn bitte? Berühre meine Worte. Was? Etwa so? Nein, anders. Ja. Vielen Dank für die krasseste Waffe in-game. Thank you very much. Zielen und schießen. Oder, hear me out. Zielen, wieder runternehmen und einfach weglaufen. Das hört sich gut an. Munition nehmen. Mal sehen, wo ich das nächste Häschen finde. Das ist mir egal, aber ich werde es nicht sagen. Also wir können schon mal festhalten, vorhin mit den Kadavern, mit den Häschen und Schminken, da sind die Rose-Kopien mit gemeint, beziehungsweise eventuell auch wir häschenmäßig. Wisst ihr Bescheid? Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Das ist vollkommen korrekt. Vollkommen korrekt. Okay. Ich versuche jetzt so viel Munition zu sparen, wie nur das irgendwie. Das muss der Kristall sein. Yes. Maybe. Bronze, Silber, Gold. Der Masken 3. Bringen sie zu uns. Ich brauche diese Masken, um ranzukommen. Sei frei. So, die Frage ist jetzt, wo muss ich zuerst lang? Ich glaube, ich muss tatsächlich hier zuerst lang. Ja, das sieht bekannt aus, ja. Ihr Problem ist uns bekannt. Okay, ich glaube, ich muss da hinten weiter. Ah, hier ist auch noch Munition. Sweet, sweet, sweet. Ja, also wichtig bei dem DLC Shadows of Rose, vor allem bei dem Schwierigkeitsgrad Veteran, höchste Schwierigkeitsgrad, will ich nur mal kurz gesagt haben, ist es super wichtig, mehr auszuweichen als zu schießen. Das ist natürlich dann schwieriger. Aber auch das kriegen wir hin, I guess. Ja. Alles first try, man kennt's. So, komm mal her. So, jetzt zeige ich euch mal, wie man Hunde erzieht oder andere Tiere. So, komm mal mit. So führt man übrigens Gassi. So, Bolzenschneider, den kennen wir schon. Da brauchen wir nicht zu gucken. Oh Gott. Okay, das war doof. Oh, okay, aber noch sehr gut geregelt. Ich hätte ihn vielleicht noch ein bisschen weiter hinten hinziehen sollen, aber... Wir haben es trotzdem hinbekommen. Also alles ist toll. Wobei, war da noch irgendwas zum Looten? Will ich da nochmal zurückgehen? Muss ich mal gucken. Ah, vielleicht nicht. Okay, alles cool. Alles cool. Hier drüben. Hinter dir lag was? Wenn du wirklich helfen willst, hilf mir mit diesen Viechern. Die Befürchtung. Was? Kann nicht. Also, bin ich quasi allein? Nicht nur quasi. Toll. Okay, warte mal. Wenn da vielleicht noch was lag, dann muss ich doch vielleicht mal kurz gucken. Aber jetzt haben wir ja Gott sei Dank nicht den Drang, den... Bolzenschneider zu finden. Ja, toll. Komm. Ja, ist okay. Warte mal, kommt der überhaupt mit hier? Oder denke ich so, nö, kein Bock. Dreh dich doch um, Jung! Mädel, meine ich. Oh Gott, der will nicht mitkommen. Ha, Mensch. Hier ein Wendekreis wie ein LKW, ich sage euch. Okay, ich glaube, da kommen wir gerade nicht mehr so leicht hin. Ah, wobei, oh, das war, Also Freunde, ich glaube,
Ich glaube, beim Ballett, ja, beim Ballett wäre ich auch richtig gut aufgehoben gewesen. Ah, Ballett, das wäre voll meins gewesen. Seht ihr, wie elegant ich mich hier bewege? Und in Strumpfhosen sehe ich wahrscheinlich auch noch richtig gut aus. Aber hier ist nichts. Okay, nehmen wir mal, wir gehen weiter, fuck it. Oh. Okay. Hier haben wir ein paar Ketten, Freunde. Und ja, Bolzenschneider, ja, Werkzeug zum Durchtrennen von Ketten. Natürlich auch noch von anderen Sachen, durchaus möglich. Das würde ich gerne mal sehen, ich auch tatsächlich. Wobei als Kind habe ich teilweise Strumpfhosen gehabt. Mit Pampers drunter, aber trotzdem, ja. Das soll ja dem Ganzen keinen Abbruch tun. Ich bitte euch. Ja, ein bisschen Pampers drunter macht ja, ne, irgendwas Elegantes nicht weniger elegant. Also, zumindest wenn die Pampers nicht gerade voll ist. Und ja, ich meine damit, als ich Kind war, fast schon so, ne, wisst ihr Bescheid. Das ist nicht erst gestern passiert, falls ihr jetzt irgendwie auf den Gedanken kommt, von wegen so, oh Mensch, guck mal. Jedes Kind hatte Strumpfhosen. Ja, wobei, warte, wie hieß das Märchen mit dem Mädchen mit dem Nachthemdchen, die in irgendwie das Nachthemdchen aufgehalten hat und dann kamen irgendwie ganz viele Golddingens? Also vor 10 Jahren, kommt ungefähr hin, Pi mal Daumen. Sehr gut gerechnet, ja. Ich merke, der Michael ist ein ganz, ganz intelligenter. Aber, ist ja auch logisch, ja, gleich und gleich gesellt sich gerne. Falls ihr gerade hier seid, dürft ihr euch auch klug nennen, K-L-U-K. Wisst ihr Bescheid. So, weiter. Ja, Sterntaler. Genau, Dankeschön. Maske eingeschlossen. Kern zerstören. Kern? Meinst du das eklige runde Ding? Wie soll ich das zerstören? Draufsetzen. Benutze deine Kräfte. Meine Kräfte? Ich bin eigentlich hier, um sie loszuwerden. Einzige Möglichkeit. Okay, gut. Aber wie? Was muss ich tun? Brauchst Verstärker. Verstärker? Geh weiter durch Tür. So stelle ich mir übrigens auch vor, dass man eventuell mit so Primaten, so Affen redet, so Versuchsobjektaffen, so, denen man vielleicht irgendwas beibringen will, wenn man zeigen möchte, hoch, Mensch, guck mal, die sind auch recht intelligent, dass man vielleicht auch so mit denen redet, ja. Geh weiter durch Tür. I don't know. Oder eventuell einfach auch mit Menschen, wo man denkt, dass die eventuell kein Deutsch können. Aber man selbst kann halt auch kein Englisch. Und dementsprechend versucht man es dann mit gebrochenem Deutsch, weil man denkt, okay, mit gebrochenem Deutsch werden sie es wahrscheinlich besser verstehen. I don't know. Eher mit Geistern oder Dämonen? Boah, ich weiß es nicht. I don't know. Okay, da oben komme ich noch nicht dran. Und hier ist auch nichts. Ich habe schon mal wieder die Maus extrem schnell eingestellt. Ich merke das schon. Ich brauche mal eine halbe Weltumrundung, um hier einmal mich zu drehen. Aber ist nicht ganz so schlimm, Freunde. Das ist Sport fürs Handgelenk. Ich sag mal so viel. Na gut, mein Handgelenk vielleicht nicht, aber mein kompletter Arm sehr gut trainiert. Zumindest mal einer von beiden. Just saying. Ja, ich weiß nicht, wer die Informationen brauchte. Aber jetzt habt ihr sie zumindest alle. Sehr gut. So, hab ein paar nützliche Kombinationen rausgefunden. Kraut plus flüssige Chemikalien. Schießpulver plus flüssige Chemikalien. La 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 la. Bla 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 bla. Ja. Es gibt sicher noch mehr Dinge, die man kombinieren kann. Was ich auch tun muss. Ich werde überleben. Okay. Ja, man muss ab und zu mal ein paar Zungenübungen machen. Die mache ich meistens lieber in Gruppenarbeit. Mit dem anderen Geschlecht. Arbeit muss auch mal ohne gehen. Okay, von der anderen Seite verschlossen. So kommen wir schon mal nicht weiter. Okay. Jetzt kommt so eine doofe Stelle. Jetzt kommt eine doofe. Wobei der Anfang geht noch. Der Anfang geht noch, aber dann wird's doof.
Ja, ja, komm. Ist okay, ist okay, ist okay. Ist durch. Dankeschön. Okay, perfekt. Ja, auf dem Hinweg geht's tatsächlich noch. Auf dem Rückweg wird's kaka. Oh, Moment. Moment, wo war das? Ah, hier. Hä? Nö. Hä? Wo denn? Ach, da. Immer schön looten, Freunde. Alles mitnehmen. Früher oder später werden wir es gebrauchen können. Vielleicht. Da gehe ich auf keinen Fall durch. Vielleicht komme ich ja irgendwie oben drüber. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie heißt das Spiel? Das Spiel ist das DLC von Resident Evil 8 und heißt Shadows of Rose. Das ist halt immer schön, ja. Also an manchen Stellen oder manche Games sind so ausgelegt für Dummies. Scheinbar gehen die immer davon aus, dass irgendwelche Leute so richtig, keine Ahnung, so ein Brett vorm Kopf haben. Ja, Brett vorm Kopf und Holz vor der Hütte. Zweierlei Dinge, ja, know the difference. Wobei das eine das andere nicht ausschließt. Ja, mal ganz davon ab, aber okay, that's a different topic. Dass man das halt echt nochmal sagen muss im Game. Von wegen, hey Mensch, guck mal oben, ob du vielleicht oben rüber kannst. Das halt erstmal zu sagen, so hey Mensch, probier's mal selbst. Schau dich mal um. Viele Möglichkeiten gibt's ja hier nicht. Gut, dann haben wir geschafft, Freunde. Das ist super. Wobei, Rückweg könnte dann doof kommen, ne? Wobei, rein theoretisch könnt ihr auch da hoch machen. In der Theorie. In der Praxis werden wir sehen. I guess we're about to find out. Okay, hier ist nicht viel. Wir gehen mal nach oben. Ja, hier lernt man noch Wichtiges fürs Leben. Falls ihr es nicht schon wusstet. Ich finde es mal lustig, wie sie im Takt dann rumstöhnen. Wie so ein bisschen hochklettern. Warte mal, gab es hier hinten noch was Schönes? Oh, ein Stückchen Stoff. Ich werde mir ein Kleidchen daraus nähen. Oder auch nicht. Okay, da kommen wir noch nicht hin. Gehen einfach mal weiter. War dir alles fit? Ja. Soweit, so gut. Das hier. RW-Variante Behälter 1. Der ist Rosemary Winters. Dementsprechend wisst ihr höchstwahrscheinlich jetzt auch, wofür das RW stehen soll. Steht, glaube ich, so drauf, oder? Weiß und nicht. Was soll ich mit diesem Ding jetzt machen? Konzentrieren? Okay. Konzentrier dich. Ich fühle mich anders. Die Augen sind halt cool, ne? Am Kern benutzen. Probier es aus. Okay. Okay. Na, bin ich mal gespannt. Ich liebe dieses DLC. Es ist auch wirklich schön, ne? Nebenbei, die Steffi hat es gerade nochmal erwähnt, bei Twitch, ja, bei TikTok könnt ihr die Streamlänge mit beeinflussen. Wenn wir Shadows of Rose durchhaben, das werden wir heute definitiv durchmachen. Und wir haben 50.000 Likes bis dahin erreicht. Dann werden wir Resident Evil 7 anfangen anschließend. Ja. Wisst ihr Bescheid. Wisst ihr Bescheid. So. Kraut nehmen. Haben wir noch was? Chemikalien nehmen. Und hier können wir nochmal lesen. Hier kommt wieder mein Lieblingswort, Freunde. Ja. Mal gucken. Wobei hier gibt es mehrere Wörter, wo man sich denkt, so, okay, ja, es ist in Ordnung. Ja, es ist in Ordnung. Ja. Ich habe einen Weg gefunden, eine gravierende Destabilisierung von Teilen des Mutamycet-Netzwerks herbeizuführen, indem ich eine störende Kraft einbringe, die die zur Kommunikation benutzten Autoinduktoren blockiert. Beispielsweise beginnen die Sklerotien, die runden, kernähnlichen Myzelkörper auf zellulärer Ebene zu zerbrechen und bei einer derartigen Störung ganz zu zerfallen. Geiler Text, oder? I love it. Sklerotien bilden sich, wenn der Mutamycet sich an neuen Stellen formt. Sie dienen dort als Halt bzw. als eine Art Ankerpunkt. Sie sind zumeist mit einer Fläche von flüssiger Leere verbunden, über die der Pilz sich ausgebreitet hat. Werden nun die Autoinduktoren eines solchen Sklerotiums gestört, beginnt es zu zerfallen. Mit dem Sklerotium verbundene flüssige Leere zerfällt dabei ebenfalls.
Es scheint, dass bei Destabilisierung eines Klerotiums ein Signal ausgesendet wird, welches weitergibt, dass dieser Ort nicht länger für Mutamycet-Besiedlungen geeignet ist, wodurch ein ganzheitlicher Rückzug ausgelöst wird. Ja, das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. So, warte mal, wie mache ich den ganzen Spaß denn jetzt? Ich glaube, es war mit Leertaste, ne? Naja, mal gucken. Mal looky looky machen. Hierauf fokussieren. Okay, es war wirklich mit Leertaste. I see. Wow. Die Augen sind absolut mega. Hab davon Screenshots gemacht. Siehst du? Siehst du? Wieder da vom Motorradfahren? War aber echt. Also, kurz. Aber gut. Wenn es gut war, dann kann es auch kurz sein. Das sage ich auch immer den meisten Mädels. Die müssen mir halt nur glauben. So, ja, das sind die Sklerotien, diese blumenartigen Teile. Und die können wir halt platt machen. Ja, wir haben ein kleines Upgrade bekommen von unserer Fähigkeit. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Jetzt kommen wir nämlich auch hier dran. Which is good. Und jetzt kommt gleich so eine richtig undankbare Stelle. Musst aber bewachen. Beruhigen Sie sich. Gleich kommt so eine heftig undankbare Stelle. Ich sage euch so, wie die ist. Das ist wieder... Also, oh Gott. Ja gut. Fallschaden ist eh nicht. Gott sei Dank. Was wollte ich sagen? Genau, da muss ich mir extra wieder meine Strumpfhosen für anziehen, damit ich da wieder ein bisschen tänzeln kann. Das ist wichtig. Tänzeln und so, wisst ihr Bescheid. Außenrum geht's nicht. Muss ich sagen. Außenrum geht's nicht. Aber gerade nur runterhauen. Haben wir heute ja erst aus dem Urlaub zurück. Ja, ach Gott, siehst du. Ich hoffe, dann war der Urlaub zumindest sehr, sehr schön. I really do hope so. Hello?